Hallo, meine langsam in Panik geratenen Geschenke-Einkaufen-Müsser und willkommen zum Tag, 10 Tage vor Heiligabend, dem 14. Dezember. So sieht die Zahl 14 übrigens aus, auch ohne den Kreis drumherum und das Blau dahinter. Und der Dino-Kalender hat gestern gewonnen mit seinem ersten Dino und es sieht so aus, als wäre der Kalender jetzt tatsächlich durchgehend Dinos, 12 Stück davon. Woher weiß ich das? Nun, diese komischen Fächer sind halt mehr oder weniger durchsichtig. Ich kann also einigermaßen ahnen, was in den Türchen ist, die neben bereits geöffneten sind. Zum Beispiel eben in dieser kompletten Reihe. Und das sieht alles sehr nach Tüten mit Dinos aus. Ich weiß nicht, welche Dinos. So genau sieht man es dann doch nicht. Gut, wenn man sich anstrengt, vielleicht kann man es schon ahnen. Aber ich merke von den Tüten her, da sind überall Bauanleitungen mit drin. Und die haben alle relativ viele Teile. Das werden Dinos sein. Schauen wir doch mal, welches es denn heute ist. Am 14. Nach dem Plesio gestern. Gut, der technisch gesehen kein Dino ist. Saurier, aber kein Dino. Klar, da ist ja keine Anleitung. Wir haben. Oh, das sieht aus wie noch ein Saurier. Aber kein Dino. Das sieht nämlich aus. Erstmal gucken, ob ich recht habe. Jawohl. Ein Pteranodon. Oder Pterosauri. Nummer 8. War der gestern nicht auch Nummer 8? Jetzt weiß ich nicht, wo ich die Anleitung hin. Nee, ich glaube, der war Nummer 9. Na gut, schauen wir einfach mal und bauen ihn zusammen ein. Farblich auf jeden Fall sehr spannender Pteranodon. Pteranodon in Thanos-Farben. Orange und Violett. Sehr schön. Und dann schaue ich jetzt mal. Das ist wieder so ein gar nicht kompliziert angezeichnet. Überhaupt nicht. Der und dann der hier. So. Und dann ein einmal Zweier drauf. Okay. Violett. Ück. Auf jeden Fall Steine in interessanten Farben. Das kann man schon mal sagen. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie der Bau wird, weil das sieht wieder untypisch aus. Die sind zwar alle sehr ähnlich gebaut zueinander jeweils, aber in Arten, die für normale Sets relativ untypisch sind. Das ist doch mal eine wirklich ungewöhnliche Zusammenstellung. Wir fangen also schon mal gut an, was die Ungewöhnlichkeit angeht. So, noch ein 1x1er hier. Okay. Und dann wahrscheinlich auf beiden Seiten, ne? Ja, auf beiden Seiten. Also einmal für die Seite. Und wo ist der an? Da. Einmal für andersrum. Okay. Oh, nee, ist richtig, oder? Ja, ist richtig. Wir sind auf einem ungewöhnlichen Weg und ungewöhnliche Wege gefallen mir immer. So, was bauen wir denn hier jetzt? Jetzt bauen wir dich, dich und dich. Okay. Okay, so jetzt Flügel. Einmal so rum. Nee, andersrum. Andersrum, der nach vorne, der hier. So, wir wollen das ja genauso bauen, wie es angezeichnet ist, selbst wenn es bekloppt aussieht. Wenn es bekloppt aussieht, dann soll es halt bekloppt aussehen. Wenn es am Ende nicht bekloppt aussieht, auch gut. Das ist, wie gesagt, ein Bau, der ist sehr, sehr ungewöhnlich. Da muss man erstmal gucken, was da rauskommt. So, und jetzt bauen wir noch den Kopf. Das heißt, das Ding hier. So, dann okay. Die Lücke bleibt einfach, damit wir hier den Stein für die Augen draufsetzen können. Oh, das ist wieder, ja, Druckqualität mittelmäßig, was den weißen Hintergrund angeht. Das Schwarz ist in Ordnung. Das Weiß, da scheint halt das Beige vom Stein noch durch. Und zwar massiv. So, machen wir die Augen halbwegs gleich. Auf beiden Seiten. Ja, das sieht einigermaßen gleich aus.
So, hier drauf und er dann darüber. Okay. So, und da haben wir unseren Pteranodon. Etwas komischer Kopf, vor allem auch ein sehr komischer Schnabel. Aber, okay. Hat das lange Kopfhorn, das ein Pteranodon haben muss, guckt ein bisschen bedröppelt. Der hat wahrscheinlich gerade Hunger. Fliegt so durch die Gegend, nichts zu futtern. Die Beine sind komisch. Die Flügel sind ein bisschen kurz und stubbelig, aber Herrgott, es funktioniert. Man sieht, was es darstellen will. Es ist halt sehr chibi wieder. Er kann den Kopf so und so bewegen, nichts zur Seite oder so. Er kann hier die Füße ein bisschen strampeln. Einfach weil die auf den runden Noppen sitzen. Das geht. Komische Darstellung für Füße, aber auf der anderen Seite besser als viele anderen Darstellungen von Füßen bei Flugsauriern, die da noch was greifen können. Das ist kompletter Unsinn. Wobei das sieht eher aus wie Gänsefüße als wie Flugsaurierfüße. Aber Herrgott, wir wissen, was es darstellen will. Und das ist schon mal ein Schritt voran. Die Farbgebung ist sensationell hässlich. Und der Kopf sieht irgendwie so aus, als wäre der halt offen. Es hätte irgendjemand Flugsaurier mit einer Schnecke gepaart oder so, wo dann die Augen auf eigenen Stielen sitzen. Aber, Herrgott, es ist auf jeden Fall ungewöhnlich gebaut gewesen. Das ist auf jeden Fall schon mal etwas Nettes. Mal schauen, was der Töpfer. Oh. Der Töpfer steht heute Kopf. Aber ich habe die 16 trotzdem schon gesehen. So viele Türen sind ja inzwischen nicht mehr übrig. Da findet man auch hier Sachen. Und wir sind. Moment, wir sind. Wo sind wir denn überhaupt? Filmemäßig. Ich bin durcheinander. Wir sind beim Halbblutprinzen. Gut, dass wir es auch noch durch haben. Und wir haben absolut untypisch dafür, dass es nicht die letzte Tür zu dem Film ist. Trotzdem quasi eine Figur. Quasi. Wir haben nicht noch zwei Türen zu dem Film. Aber. Oder Buch. Nee, es ist nach Film geteilt, weil die Heiligtümer des Todes ist ja in zwei Filme aufgeteilt, aber war nur ein Buch. Die beste aller Minifiguren, die in diesem Kalender ist. Slughorn! Wunderbar. Professor Slughorn. Bauen wir ihn erstmal zusammen und dann. Okay, das ist die Lehne hier. Ups. Bleibst du wohl da? So, das ist die quasi der Boden. Da kommen hier die einmal Vierer drauf. Wieso man da kein 2x4er genommen hat, weiß ich jetzt auch nicht. Aber na gut. So, nochmal die Fliesen. Das ist so eine ganz komische Farbe zwischen Grau und Violett. Vielleicht liegt es gerade am Licht, dass es so aussieht. Aber bei mir sieht es echt komisch aus. Oh ne, halt. Ah, du warst noch gar nicht dran. Du kommst erst noch. Jetzt kommst du. Und du. Lehne drauf. Okay, das hier ist ein Ersatzteil. Na, einmal eins Fliese, alles klar. Und dann kriegt er noch einen Kopf mit zwei Gesichtern. Unsere Couch hat zwei Gesichter, einmal dieses hier und einmal dieses hier. Und wir bleiben mal bei und verdecken. Um unseren Professor Slughorn fertig zu bekommen. Wunderbare Figur, etwas wenig artikuliert, aber na gut. Wer sich jetzt völlig wundert, was ist denn hier los? Das war im Film eine Szene, Professor Slughorn hat versucht, sich zu verstecken und hat sich dafür in ein Sofa verwandelt. Was man so tut, wenn man sich verstecken will, es muss ja effektiv sein. Und es war definitiv eine lustige Szene. Es ist ein sehr, sehr seltsames Bild, ich weiß. Aber ein durchaus amüsanter kleiner Bau für seinen Kalender. Das ist auch so ein Ding, das passt genau in so einen Adventskalender. Das könntest du halt in echt nichts anderes stecken. Auch von der Szene her. Ich glaube nicht, dass die Szene ein gutes Lego-Set ergeben würde. Aber perfekt für so einen Adventskalender. Na, so, und jetzt schauen wir nochmal unsere beiden Beilagen nebeneinander an. Wer hat gewonnen? Beides ist sehr, sehr Lavendel. Ich würde aber glatt sagen, das ist einfach kultig. Professor Slughorn, der Sieg geht heute nochmal.
Nach Lego. Geht doch, wenn Sie sich anstrengen. Ich hingegen streng mich heute eher weniger an. Das hier ist heute der Tag für alle, die noch nicht wissen, wie ein Lego-Geschenk geht. Es gibt nicht viele davon, aber vielleicht ein paar. Und es gehört in jeden Lego-Adventskalender ein Tag mit diesen komischen Geschenkpaketen. In manche auch zwei, dann wisst ihr, ihr habt einen wirklich schlechten Kalender erwischt. Wobei der haarige Töpfer hat diesmal gar keine Geschenke drin. Das ist ein Bonus, auch wenn die restlichen Teile dann entsprechend nicht so brauchbar sind. Aber ja, die guten alten Lego-Weihnachtsgeschenke. Wir wissen, wie sie gehen, und wer sie nicht weiß, der weiß es in 5 Sekunden. Vielleicht noch ein bisschen mehr als 5, aber nicht viel. Und zack, und noch eine Schleife drauf, und wir haben ein kleines Geschenk. Mit einer Schleife drauf. Das war doch mal hohe Wissenschaft. Es ist tatsächlich nicht mal eine Minute gewesen. Genau, manchmal kommen halt die kleineren Sachen einfach, um den Tag zu füllen. Es gibt auch noch ein paar größere Sachen, die muss ich aber erstmal selbst rausfinden. Weihnachtsbaum, Weihnachtsskorpion, ganz wichtig. Und all solche Sachen, Lebkuchenhaus. Werden das noch genug Sachen sein, um bis zum 24. alle Tage zu füllen? Das, muss ich sagen, bin ich auch noch sehr gespannt, aber wir schauen einfach. Einmal musste dieser Füller auch mal sein. Wir wollen schließlich Lego nicht übertreffen. Bis dahin und viel Spaß beim Bauen.